Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4 WG der Freunde. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier die Party gemacht, die Hausparty. Und ja, es ist hier immer noch ziemlich dunkel, ich weiß nämlich nicht warum. Aber egal, wir legen noch einfach los. Tanzen, genau, du tanzt, das finde ich super. Ah, hier geht's schon richtig ab. Na, ja, gucken wir mal bei dir, Nico. Auf Getränk warten. Okay. Wart auf dein Getränk. Da steht doch was. Trinken. Oder seid ihr? Genau. Genau. In der letzten Folge haben wir ja Party gemacht hier in der WG. Ich mach mal die Musik hier mal ein bisschen leiser, weil die stört mich gerade doch ein bisschen. So, wo bist du, mein Freund? Feine Spino? Jefte may kiss quips drift swing. Oh, du müsstest mal ganz dringend ins Bettchen, mein Freund. Geh mal schlafen. Gut, oh, sie macht hier Essen. Oh. Ausgezeichnet. Ist es jetzt schon wieder Buggy? Okay, es ist Buggy, ich weiß nicht. Hallo, Spiel. Hallo, Spiel. Einmal in den Baumodus und wieder raus aus dem Baumodus. Also irgendwie bin das Spiel wieder rum, ich weiß auch nicht warum, aber immer nur hier in der WG, ne? Ja, jetzt geht's doch, genau. Was machst du gerade? Ne, du brauchst jetzt da kein Trinken, kannst hier mal eben kurz aufräumen. Nico, mein Schätzchen. Du musst mal pipi. Dann gehst du mal bitte auf Klöchen. Geh das mal bitte verwenden. Es hakt ein wenig, aber ist nicht schlimm. What the fuck? Was machst du da? Ausgezeichnet. Gut. Hoffentlich gehst du jetzt nicht ins Wartezimmer. So. Wo bist du? Du bist noch unten am Dancen. Das Lied ist voll geil. Was machst du da? Tanzen. Dann tanz, komm. Jasmine Black macht hier den. Ja. Nico, geht's dir gut? Du gehst Pipi machen, dann kannst du hier mal nochmal ein bisschen Sport machen. Ich hätte gerne mal was zu trinken, ja. Krieg ich bitte was? Dankeschön. Was machst du jetzt schon wieder hier unten? Entweder ist die Musik zu leise oder zu laut. Hier sehen Sie eine Cardi Summer am Dancen. Nein, okay. So, Nico, mein Freund, du gehst Sport machen. Du musst doch mal langsam abnehmen. Weil langsam... Oh, Pool. Geh ich mal zu ihm.
Er schläft. Gut, du hast aber Hunger. Ist ja nicht so, dass wir hier nichts zu essen hätten, ne? Kannst du bitte ein Gericht nehmen? Kannst du jetzt mal aufstehen? Joa. Genau. Nein, okay. Erstmal. Genau, so. Party ist voll im Gange hier. Du gehst wieder um. Mega, einfach nur krass. Ja. Genau, du machst Sport. Du bist am Essen. Ja. Du, meine Liebe, hast du Hunger? Du musst schlafen. Kannst du das mal bitte tun? Ich glaube, das hier war damit. Genau. Geh mal bitte schlafen. Was du, du möchtest tanzen, kannst du tun. So. Die unterhalten sich noch. Okay, ich sag jetzt mal nichts. Du weißt schon, dass gegenüber von dir oder neben dir keiner sitzt, mein Freund. Ja, da läuft. Nico. Nee. Oh, hier am Computer. Kleines. Ist es bitte. Kannst du mal boxen hier? Ja. Also, Jasmin hat wohl Spaß am Tanzen. Ganz einfach mal nachdenken, ob die Party gut war. Ja. Egal. Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier vorstehen bleiben und mir die Musik reinziehen. Aber nein, danke. Das wäre doch portabel. Was machst du? Wohin gehst du? Gut. Du bist schlafen, du bist Pipi, genau. Genau. So. Räumst du auf? Also, das ist aber nett. Ja, ich muss los. Auf Wiedersehen. Tschüss. Genau. Du bist schlafen, du bist Sport machen, du bist Pipi. Kannst dann auch einmal schlafen gehen. Mir auch schon spät. Mache ich die Musik jetzt mal auf Mittel. Gucken wir mal, was unser Nico hier macht. Er ist immer noch Boom am Boxen. Na komm. Das möchte ich nicht, aber danke schön für dieses Bild. Genau, so. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange die Folge geht. Egal. Genau, so. Ja, dann räum das doch weg. Räum es weg. Dann kannst du das bitte auch mal weglegen. 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 Mir geht es eigentlich soweit ganz gut, mein Freund. Genau. Du brauchst Sozial- und Hygiene. Komm. Lass mal dich nochmal hier ein bisschen boxen. Genau. So. Kannst du jetzt nämlich mal duschen gehen? Ne, du gehst duschen, brauchst dich in die Badewanne. Genau. Wo bist du schon wieder? Ach, wo bist du? Ach so. Ach, du hast jetzt das ganze Geschirr geholt. Geil. Die 100 Baby Challenge kommt am Donnerstag. Ich werde jetzt Montag, Dienstag, Montag 100 Baby Challenge, Dienstag WG, am Donnerstag einmal nochmal die 100 Baby Challenge und am Freitag Familie Gold.
Und ja, morgen Nachmittag, stellt euch schon mal auf ein, kommt ein Informationsvideo, das ist auch mal auf Deutsch gar nicht alle begreifen, weil langsam nervt es wirklich. Morgen kommt ein Informationsvideo, dass ihr Bescheid wisst. Und du hör mal bitte auf. Räum das mal bitte weg. Genau, danke. Müde bist du eigentlich gar nicht. So, kannst du auch mal bitte weglegen. Genau, das legst du mal bitte weg. Und ja, wie geht's dir so? Du warst sozial. Du hast Hunger. Kannst du mal auf, den kannst du mal Reste nehmen. Und Nico, mein Schatz, nein. Kennenlernen. Ja, anrollen jetzt nicht. Freundlich. Tratschen. Verrückten Plan vorschlagen. Genau. Kannst du ja dann nicht reinpacken? Nein, okay. Genau, ihr unterhaltet euch, dass du ein bisschen so social kriegst. Du kannst auch einmal auf den optimalen Reste nehmen. Und warum lachst du so hysterisch? Boah, Emma, soll ich dir mal einen verrückten Plan erzählen? Ich habe ein pinkes Schloss in meinem Inventar. Nein, stimmt nicht. Hast du nicht? Was hast du überhaupt im Inventar? Du, was machst du? Ich glaube, du bist am Pit. Du gehst schlafen und du liest ein Buch. Was hast du eigentlich alles im Inventar? Gar nichts. Du bist doch hier unsere Gärtnerin. Ne, dann gucken wir mal, was. Ach, falsche Richtung. Upsi. Hier rum. Genau. Was unser Garten so macht. Und da können wir gerade nicht. Ich möchte gerne wissen, ob ich da was machen kann. Nein. Gut. Dann können wir jetzt gerade nichts machen. Ja, ich bin mit dem Kreuzfeldchen gefallen. Hahaha. Ha. Nico haut schon wieder ab, weil er keinen Bock hat. Du isst was. Du kannst das dann. Oh. Und das kannst du auch mal bitte weglegen. Und ja. Gut. Wenn du das gemacht hast, musst du hier mal aufwischen. Und dann. Ausgerechnet, jetzt fällt der Klüngelskerl hier vorbei. Ja, wie geil. Waffen ist eigentlich soweit okay. Was kannst du denn eigentlich noch machen? Keine Ahnung. Egal. Tobi ist am Schlafen. Solltest du das wohl nicht einfach. Nee, nicht du. Du räume diesen Teller weg. Die beiden hier sind sich so geil am Unterhalten. Wenigstens einer, der sich unterhält hier mit jemandem. Neue Informationen werde ich euch morgen alles im Video geben. Es fragen wieder Welten, ne, nicht Samen kaufen. Okay. Aber Post. Oh, wo habe ich denn den Briefkasten? Ach da. Nein, Post haben wir nicht. Genau. So. Was machst du? Du plauderst. Was du vor Foren provozieren, ne? Chatten. Genau. Stimmt, ihr habt noch gar nicht euer Fernseher ausprobiert oder so. Na, was guckst du denn? Wow, ich sehe total etwas. Aber egal. Nico, mein Schatz, dir geht soweit ganz gut. Ey, dann kannst du noch mal ein bisschen trainieren. Dass wir mit dir jetzt endlich mal vorankommen, dass du mal abnimmst. Es ist ja deine Aufgabe abzunehmen und die Challenge dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich guck mal eben. Joa. Oh, jetzt mach. Lauf schneller.
Genau. Gehe ich eben zu den anderen. Wie geht's dir? Ach, du bist jetzt am Computer. Das ist so gut. Du bist Fernsehen gucken und du kannst aufstehen und verwenden. Achso, ich wollte gerade sagen, wer läuft da an der Seite vorbei. So, lauf mal einen Schritt schneller. Genau, Level 3 der Fitnessfähigkeit. Gut, kannst du bitte einmal ein Schaumbad nehmen? Nico, du... Okay, kannst du tun. Genau, du gehst schlafen, finde ich toll, dass du es machst. Du bist in der Wanne. Ich muss mal hier irgendwie Lichter auf automatisch stellen. Alle Lichter. Genau, du gehst schlafen. Und ja. In der nächsten Folge werde ich mal gucken, wer... auf alle Fälle, wer wird Max von der 100 Baby Challenge auf alle Fälle hier in die WG ziehen. Wir haben hier noch ein Bettchen frei. Die sind gerade zu viert. Und ja, gut. Was machst du? Du bist chatten, ne? Genau. Du guckst immer noch Fernsehen. Du bist in der Badewanne. Hm, cool. Gott. Genau. Noch irgendwas? Nö, eigentlich gerade nicht. So. So, meine Freunde. Das war's wieder von dieser Folge. Sims 4 WG der Freunde. Denkt morgen bitte alle dran, dass morgen noch ein Real-Life-Video kommt. Unbedingt einschalten, weil ist wichtig. Und wenn euch dieses Video Let's Play gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben da, einen Kommentar oder vielleicht auch mit einem Abo. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Sims 4 wieder. Bis dann. Ciao.